Der Internationale Währungsfonds warnt vor einem Handelskrieg zwischen China und den Vereinigten Staaten. Ein derartiger Konflikt könne die Welt ärmer und gefährlicher machen, heißt es in einer IWF-Analyse zur Weltwirtschaftslage. Christine Lagarde, Direktorin des Internationalen Währungsfonds, sagte: Ein Handelskrieg und Zölle sind nirgendwo auf der Welt hilfreich und haben negative Auswirkungen auf das Wachstum. Das bleibt unsere Sichtweise. Wir hoffen, dass sich die Vernunft durchsetzt. Am Montag forderte der Leiter der Außenpolitischen Kommission der Kommunistischen Partei Chinas, Yang Jiechi, im Rahmen des Peking-Besuches von US-Außenminister Mike Pompeo eine Korrektur des derzeitigen wirtschaftlichen Kurses Washingtons.